komme ich besonders gerne heute zu euch, weil das mal nicht im Rahmen der universitären Lehre stattfindet. Weil mein Eindruck, zumindest was die Lehre bei uns im Hause anbelangt ist, die Hochschulen profilieren sich dermaßen, dass sie immer Weltfremder werden. Deswegen finde ich das gut, dass man aus studentischer Initiative und auch noch unter einem roten Stern eine Veranstaltung stattfindet wird, wo Wissenschaft im Sinne von logisch konzentriert Nachdenken etwas Realität in die Politik bezogen kriegen wird. Und was bei uns nimmt das ab. Mit Verweltfremdung meine ich folgendes. Ich lehre unter anderem im Studiengang Heilpädagogik. Ich weiß nicht, ob ihr das sagt. Das heißt hier, und die Studierenden sind von ihren 5 Semestern Bachelorstudiengang 6 ein Praktikumssemester. Ungefähr die Hälfte der Zeit mit wissenschaftlichen, konstruktivistischen Debatten darüber beschäftigt, wie man behinderten Menschen hilft, ohne Behinderung zu sagen, weil das ausgrenzend ist. Wenn ich dann komme und sage, Leute, jetzt guckt euch mal, wie die leben und leben müssen, und das ist eine Sache des Rechts, dann staunen die mich an und haben von der gesellschaftlichen Lebenslage Behinderung keine Ahnung. Und wir haben lauter Pädagogen, Psychologen, Soziologen und sogar eine Juristin, Theresa Degner, sagt Theresa Degner was? Die sitzt in einer Montreal-Kommission. Die können Vorträge über Inklusion und wie die Welt eigentlich aussehen müsste halten, aber wie sie aussehen, wird überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen. Und das ist mein Anliegen heute, bevor wir darüber resonieren, was das alles sein könnte, aber nicht ist, mal ein bisschen Zug reinzubringen, ja, was ist denn die Lage von Behinderten? Das ist mein Anliegen. Also deswegen hätte ich es gern streitbar, mischen Sie sich sofort ein, wenn es was zu diskutieren gibt. Mein Thema ist die politische Funktion solcher Begriffe wie Teilhabe, Inklusion und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen dargestellt, auf welcher gewollten Lebenslage Behinderung diese Diskussion eigentlich stattfindet und wie weit sie auseinanderfällt. Und das ist das Wort, was sie eigentlich bedeutet. Und da geht es nicht um Behinderte, da geht es um Sie. Das kann ich mal anbieten. Also ich bin weg von den Sie und Wir. Oder Wir und Die, oder Blinden nochmal. Jetzt ist es so, um das zu klären, die gesellschaftliche Behinderung in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2015. Das macht nur Sinn, wenn man ein bisschen ausholt. Ich will aber, jeder, der sich in der ausmalen will, der soll halt mal einen Tag in die Inklusionsschule gehen, weil die belastet alle dabei sind. Das ist bestimmt ein Thema. Die Inklusionsdebatte darüber hinaus wird ein bisschen geführt an der Reform der Eingliederungshilfe. Was das ist, das komme ich noch. Und ganz allgemein diskutiert als pädagogische Linie, wo es gar nicht nur um Behinderte geht, sondern auch um sonstige genderisierte, marginalisierte, prekarisierte, exkludierte und sonstige Gruppen. Da kann sich jeder irgendwie unterdefinieren, von Schwul bis Migrant bis Flüchtling, wie sonst. Da spielt sie auch eine gewisse Rolle, aber sie hebt immer ab. Sie hebt immer ab und guckt nicht hin, was eigentlich los ist. Wenn es da besondere Bedarfe gibt, also hier Lehramtsstudenten sitzen oder Sozialarbeiter, die in der Behinderteneinrichtung sitzen, das können wir dann konkretisieren. Ich würde erstmal einen Durchzieher anbieten, mit dem Schluss und dem Punkt, auf den ich zu sprechen komme, und dann müssen wir weitersehen. Hat jemand besondere Fragen, die auf jeden Fall heute geklärt haben will? Wollen wir eine Stellungnahme zu unseren Fragen?